Die letzte halbwegs große Autoshow des Jahres findet immer im November im Convention Center in Los Angeles statt. Der US-amerikanische Markt und besonders der kalifornische Markt, die sind sehr wichtig für die Autohersteller dieser Welt. Und dementsprechend gibt es hier heute 30 Weltpremieren und dazu noch einmal 20 Nordamerika-Premieren zu bestaunen. Ob ich alle schaffe, weiß ich allerdings noch nicht. Verglichen mit Frankfurt, Genf oder Detroit ist die Zahl der Neuvorstellungen überschaubar. Die LA Auto Show ist eher eine Publikums- denn eine Fachbesuchermesse. BMW zeigt in Kalifornien den M4 GTS, der schon vor einem Monat in Tokio stand. Falls irgendjemand sagt, Automobil hat seine emotionale Faszination verloren, ich glaube, wenn man die Menschen sieht, die sich den M4 GTS anschauen, sieht man, da ist noch sehr, sehr viel Emotionalität drin. Emotionen gibt es auch bei Porsche. Hier gibt es zwei Weltpremieren zu bestaunen. Nummer 1, der Cayman GT4 Club Sport. Der Mittelmotorrenner mit 283 kW ist für den Motorsport-Einsteiger gedacht. Für den Straßenverkehr ist er nicht zugelassen. Mit der Messepremiere startet auch der Verkauf. Weltpremiere Nummer 2, der überarbeitete 911 Targa. Porsche ist einfach auch ein Ausdruck von einem gewissen Lebensstil. Und diesen Lebensstil, den bringt man mit Kalifornien ganz gut zusammen. Das Thema Genuss, das Thema Design, das Thema Innovation, das ist alles etwas, was zu Kalifornien gut dazu passt. Und deswegen ist mit diesem Fahrzeug 911 und speziell mit dem Targa hier, kommt einiges zusammen. Wie schon beim Carrera gibt es nun auch beim Targa kleinere, turboaufgeladene Triebwerke, die die bisherigen Saugmotoren ersetzen. Außerdem gibt es dezente Änderungen am Äußeren. Fiat belebt den 124 Spider wieder. Die technische Basis liefert der Mazda MX-5. Und Kia zeigt hier in LA erstmals den neuen Sportage. So, ich bin jetzt noch mal ein bisschen aus den Messehallen rausgegangen, das wunderschöne Wetter hier im November genießen und ein bisschen frische Luft schnappen, insofern das in Los Angeles überhaupt möglich ist. Und nämlich noch Autofahren, den E-Golf des nächsten Modelljahres für den US-amerikanischen Markt von Volkswagen. Nahezu lautlos geht es los. 83 Meilen kommt man mit einer Batterieladung. Das sind ungefähr 140, 150 Kilometer. Das ist schon ganz ordentlich. Das Allerbeste an dem Auto ist aber, hier muss sich VW wirklich keine Gedanken über zu hohe Abgaswerte machen. Die waren noch beherrschendes Thema auf der Pressekonferenz der Wolfsburger, auf der USA-Chef Michael Horn hierzu ein klares Statement abgegeben hat. Als Geschäftsführer der Volkswagen-Gruppe von Amerika ist mir nichts wichtiger als die Zufriedenheit unserer Kunden und die Wiedergutmachung für all diejenigen, die über die Jahre all ihren Glauben und ihr Vertrauen in Volkswagen gesteckt haben. Doch dann kam auch hier noch eine Weltpremiere. Der Beetle Dune, eine Variante des Retro-Renners in Offroad-Optik. Markante Zierelemente und ein wuchtiger Heckspoiler unterscheiden ihn vom normalen Beetle. Innen gibt es auf Wunsch farblich abgesetzte Ziernähte an Lenkrad und Sitzen. Neben der geschlossenen gibt es auch eine offene Version des Dune. Ebenfalls jetzt als Cabrio erhältlich der Range Rover Evoque. Infiniti präsentiert mit dem QX30 einen Crossover auf Basis des Mercedes GLA und die Stuttgarter zeigen GLS, S Cabrio und SL Roadster. Lamborghini ist nicht auf der Messe vertreten, zeigt jedoch schon am Vorabend den Huracan LP580-2. Eine heckgetriebene Version des Supersportlers mit 426 kW Leistung. Das Segment, in dem wir sind, also von den Supersportwagen, ist über 50% von hinterradgetriebenen Fahrzeugen bestellt. Und wir wollen einfach einen Teil dieses Marktes auch bedienen. Obwohl unser USB natürlich der Allradantrieb ist, wollen wir trotzdem auch mit dem Zweiradgetriebenen unseren Markt machen.
Toyota ist zurück aus der Zukunft mit einem Showcar auf Basis des wasserstoffgetriebenen Mirai, ausgestattet mit Fluxkompensator und einem Mr. Fusion. Doch es gibt nicht nur Science Fiction am Stand, sondern auch den Prius der vierten Generation. 90 kW Systemleistung beschleunigen ihn in 10,6 Sekunden auf 100 km/h. Deutliche Verbesserungen gibt es beim Fahrkomfort. Hier macht sich die komplett neu entwickelte Hinterachse bemerkbar. Der Prius ist das erste Modell auf Basis der neuen globalen Fahrzeugarchitektur von Toyota, die nach und nach in allen Fahrzeugen des Konzerns übernommen wird. Es gibt ja einen Fahrzeugtyp, ohne den kann man sich die USA und auch amerikanische Autoshows einfach nicht vorstellen, nämlich den des Pickup-Trucks. Ganz zierliche Autos, mit denen man mit Sicherheit in jedes Parkhaus und auch in jede Parklücke kommt. Hat jemand eine Leiter? So. Da fragt man sich, warum die in Japan so kleine Fahrzeuge bauen. Ja, das passt doch überall rein und wenn nicht, dann passt es überall drüber. Ja, unter der Haube ein ganz zierlicher 6,4 Liter V8. Ja, mit nur 410 PS Leistung. Der Verbrauch liegt wohl so, das musste ich erstmal im Internet recherchieren, weil hier nirgendwo etwas dazu steht, bei 17 Litern auf 100 Kilometer im Schnitt. Ja, glaube ich jetzt nicht so ganz. Ach du Jemine. Also meine Meinung ist ja, solange in den USA solche Fahrzeuge ohne Probleme zugelassen werden, kann das CO2-Ausstoßproblem ja noch nicht so hoch sein. Wissen Sie, was Scoville ist? Scoville ist die Messeinheit für die Schärfe einer Paprikaschote, erfunden im Jahr 1912 von Wilbur Scoville. Cupra ist die Bezeichnung für den schärfsten Seat einer jeden Baureihe. Der Seat Ibiza Cupra hat fast 200 PS und geht über 230. In 6,7 Sekunden gelingt der Sprint von 0 auf 100 km/h. Vor fast 10 Jahren ist die erste Generation des dynamischen Ibiza Cupra auf den Markt gekommen. Jetzt schreibt Seat mit dem neuen die Geschichte fort. 141 kW, elektronische Differentialsperre XDS, Hochleistungsbremsen, verstellbare Dämpfung. Das sind die Zutaten, die den Ibiza zum Cupra machen. Ganz wichtig ist natürlich auch der Motor. Bei der Entwicklung des neuen 1,8 Liter Benziners mit Turboladern haben die Ingenieure vor allem das Brennverfahren verbessert. Das Ergebnis: mehr Leistung und ein um 70 Newtonmeter gesteigertes Drehmoment. Das sorgt nicht nur für souveräne Fahrleistungen, sondern auch für sehr viel Spaß, vor allem auf der Landstraße. Die Fahrt im Ibiza Cupra ist wie eine kleine Zeitreise in die Jahre des ersten Golf GTI mit seiner großartigen Kombination aus wenig Gewicht und viel Leistung. Das kann der Ibiza Cupra sogar noch etwas besser. Es macht Riesenspaß, in ihm zu fahren. Im Innenraum haben sich die Designer sehr zurückgehalten. Das ist alles sehr klar und puristisch. Dem eigenen Geschmack kann man durch Individualisierungsmöglichkeiten freien Lauf lassen und zum Beispiel die Lüftungsdüsenringe selbst in verschiedenen Farben gestalten oder auch die Sitzbezüge farblich unterschiedlich bestellen. Auch außen lebt das Design von den farblichen Kontrasten. Ein Blickfang sind die neu gestalteten Kühlluftgitter. Alles wirkt dezent sportlich. Dabei kann der Fahrer bei der Fahrwerksabstimmung zwischen sportlich und komfortabel per Knopfdruck wechseln. Und das elektronische Quersperrdifferential XDS verbessert besonders in schnell gefahrenen Kurven die Stabilität. Der neue Ibiza Cupra kann mehr als sein Vorgänger. Er ist in der Stadt komfortabler und wenn es sein muss, sportlicher. Seine Konkurrenten, der Ford Fiesta ST oder der Mini Cooper S, sind etwas krawallig. Da ist der Spanier sehr dezent. Allerdings könnte beim Sound gerade da etwas mehr gehen. Die schottischen Highlands liefern die passende Kulisse für einen ganz besonderen Klassiker. Mit fast 6 Metern Länge ist der Bentley 8 Liter seinerzeit der größte Pkw aus britischer Produktion. Von 1930 bis 1932 entstehen exakt 100 handgefertigte Exemplare.
Also wenn man heute den Namen Bentley hört, dann denkt man natürlich sofort an schnelle, luxuriöse Reiselimousinen, an den klassischen Gran Turismo. Und dieser 8-Liter Bentley, der kann eigentlich als der Urahn der modernen Bentleys bezeichnet werden. Man bewarb ihn damals mit dem Slogan The World's Finest Car, als die perfekte Kombination aus komfortablem, ruhigem Stadtauto und schnellem, kraftvollen Sportwagen. Wobei, wenn ich mir die Parkplatzsituation in Schwabing so anschaue, dann finde ich ihn mit 6 Meter Länge als Stadtauto doch ein bisschen überdimensioniert. Von einer früheren Spritztour im Bentley 4,5 Liter weiß Christoph Bauer, Größe hat bei den Briten Tradition. Davon abgesehen setzt der luxuriöse 8 Liter jedoch auf damals eher unbekannte Markenwerte. Denn berühmt wird Bentley in den 20ern durch domestizierte Rennwagen mit Straßenzulassung. Zu dieser Zeit dominiert die Marke mit 5 Siegen das 24-Stunden-Rennen von Le Mans. Die Vorläufer des 8-Liter Bentley, mit denen man ja einige Preise in Le Mans abgeräumt hatte, waren ja berühmt-berüchtigt für ihren brachialen, motorsportmäßigen Sound. Aber beim 8-Liter Bentley, da sollte alles anders werden. Silence is gold, Schweigen ist Gold, lautete die Devise. Und man muss sagen, das hat er ganz gut hinbekommen, der Herr Bentley. Denn wie man hört nicht so wahnsinnig viel. Man hört ein bisschen Fahrgeräusche, ein bisschen Fahrtwind, aber ansonsten für so ein Auto aus den 30er Jahren very silent. Extra angefertigte 21 Zoll Felgen mit Spezialreifen und das extrem schwere Chassis verbessern Laufruhe und Komfort selbst ohne Karosserie, wiegt der Bentley fast 1700 Kilogramm. Das Fahrzeug kommt mit Aufbau auf mindestens 2,5 Tonnen und trotzdem versprach Bentley eine Mindestgeschwindigkeit von 160 km/h. Und das Ganze musste natürlich auch noch abgebremst werden. Und deshalb gibt es hier an allen vier Rädern servounterstützte Trommelbremsen. Boah, für die damalige Zeit war das Technik vom anderen Stern. Deswegen orakelte damals auch die Fachzeitschrift The Auto Car, dass der 8-Liter Bentley Qualitäten besäße, die einen vergessen lassen, dass es sich hier um eine Maschine handelt. Anfang der 30er Jahre war der Bentley extrem fortschrittlich. Eine präzise Lenkung und agiles Handling würde diesem Koloss heute jedoch niemand mehr bescheinigen. Den 8 Liter zu fahren, ist definitiv eine schweißtreibende Angelegenheit. Allein für das Chassis mit Motor musste man 1930 1850 Pfund auf den Tisch legen. Heute entspricht das fast 400.000 Euro. Wer sich das leisten konnte, orderte den Chauffeur in der Regel gleich mit. Thanks a lot, Pablo. Also, den 8-Liter Bentley zu fahren ist ja schon ein Ereignis, aber das echte Luxusgefühl, das kommt natürlich hier hinten auf feinstes Leder, edle Hölzer und Beinfreiheit ohne Ende. Was bei diesen Dimensionen auch nicht wirklich überrascht, knapp 6 Meter misst dieses Vehikel. Und der Radstand, wir messen mal kurz, 1, 2, 3, 4 Meter. Da passt ein moderner VW Polo dazwischen. Das war auch die größte Karosserie, die man für den 8-Liter Bentley bestellen konnte. Technische Highlights: Die Lamellen des Kühlergrills öffnen und schließen sich temperaturabhängig. Für optimalen Fahrkomfort sorgen extra lange Blattfedern und einstellbare Reibungsdämpfer. Jedes noch so kleine Detail besticht durch traumhaftes Design und allerhöchste Verarbeitungsqualität. Im Innenraum herrscht typisch britisches Clubhouse-Flair. Eine Symphonie in Leder und Holz. Keine Frage, der Bentley 8 Liter beeindruckt aus jeder Perspektive. Und hier unter dieser riesigen Schnauze, da befindet sich der monumentale Sechszylinder mit 8 Litern Hubraum. Walter Owen Bentley vertrat ja die Philosophie, there is no replacement for displacement. Hubraum ist durch nichts zu ersetzen. Und so baute er nach Motoren mit 3 Litern, 4,5 Litern und 6,5 Litern als logische Konsequenz und Krönung der Bentley-Schöpfung den 8-Liter-Motor. Dieser hier hat übrigens die Fahrgestellnummer YF
5001 und war der erste 8-Liter Bentley, der je gebaut wurde. Nun sieht das ganze Ding ja ziemlich archaisch aus, aber für die damalige Zeit war das ein hochmodernes Aggregat. 5 Jahre Garantie gab es da drauf und er galt als absolut wartungsarm, was für die damalige Zeit bedeutete, erst nach 15.000 Meilen musste man den Motor komplett zerlegen und reinigen. Zwei Spezialvergaser füttern das riesige Triebwerk. 4 Ventile pro Zylinder, Aluminiumkolben, aufwendig gelagerte Wellen und Doppelzündung sorgen für imposante 220 PS. Kurbelgehäuse und Ölwanne bestehen aus leichtem Elektron. Viele Motorbauteile hatten sich schon in früheren Bentley-Modellen auf der Rennstrecke bewährt. Souverän und zuverlässig liefert der 8 Liter seine Höchstleistung bei entspannten 3300 Umdrehungen pro Minute. Der 8 Liter Bentley war damals wahrscheinlich wirklich das beste Auto der Welt. Blöd nur, wenn diese Welt plötzlich und unerwartet vor dem finanziellen Abgrund steht. Und die Weltwirtschaftskrise, die erwischte Anfang der 30er Jahre auch die elitäre Klientel der Firma Bentley. Aber Walter Owen Bentley, der ließ sich davon nicht beeindrucken. Der baute seinen 8 Liter ohne Rücksicht auf Kosten und Wirtschaftslage. Und er trieb damit seine Firma in den Ruin. 1931 wurde das insolvente Unternehmen dann vom Konkurrenten Rolls-Royce übernommen. Und die entledigten sich damit gleich ihres härtesten und technisch weit überlegenen Konkurrenten. Der Bentley 8 Liter ist das letzte Modell, das von Walter Owen Bentley gebaut wurde. Und er war damals einfach das beste Luxusautomobil seiner Zeit. Deswegen ist er definitiv ein Meilenstein der Automobilgeschichte. Heute kostet ein guter Bentley 8 Liter über 1 Million Euro.